Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Anno 1800, der Closed Beta. So, ja, in der letzten Folge haben wir den Zoo errichtet und auch die ersten Möglichkeiten geschaffen, dass Besucher in unsere Stadt kommen. Genau, so, bin ich mal gespannt, wie das aussehen wird. So. Gut, ja, wir wollten, oder, genau, wir haben die auf die Expedition geschickt. Genau, wunderbar. So, hier bietet sich jetzt die Möglichkeit, Plätze zu errichten. Das mache ich jetzt aber erstmal noch nicht. Das braucht der hier, der braucht noch Eisen und... Gut. Ja, müssen wir jetzt erstmal hier gucken, wie es aussieht. Mit den Arbeitern, dass hier die Stahlproduktion ordentlich anläuft. Und auch die restliche Produktion. Weil so langsam wird es etwas schwierig auf der... Was habe ich letzte Folge noch gesagt? Jetzt zu Anfang jeder Folge muss ich einmal niesen. Ist doch wirklich fantastisch. Naja, so Full Output Storage. Ah, okay, zu viel. Naja, gut. Zu viele Arbeiter hier. Gut, Luxury haben sie nicht so. Haben zu wenig Luxus. Hast du kein Warenhaus in der Nähe? Okay. Ist doch eigentlich... Ja, obwohl... Ja, passt schon. Ein Warenhaus platziere ich dann nochmal. Nein, keine Farmer Residence. Hier. So. So, Tallow fehlt auch. Ja, das gibt's hier nicht. Das wird auch gar nicht hergestellt, wenn ich das richtig sehe, oder? Nee. Dann kann ich das hier direkt mal hinzufügen hier. So. Füge ich erstmal direkt 4 hinzu. Wir wollen ja hier das ordentlich groß auch machen, weil wir müssen ja die ganze Stadt da hinten versorgen. Dann mit Seife. Da haben die ja letztes Mal schon einen Mangel angegeben. Hier ja an Wurst und an Seife. Den müssen wir natürlich so schnell wie möglich auch ausgleichen dann. Genau, und das schaffen wir jetzt. Dadurch, dass wir es hier machen und jetzt auch genau Seife und Wurst werden beide da ausgeladen und eingeladen. Genau, perfekt. Da füge ich am besten noch ein Schiff dieser Route hinzu. So, du hast noch Platz. Dann erhöhen wir doch das Ganze von 50. Ach, geht gar nicht. Ja, dann muss hier nochmal Wurst hinzu. Und nochmal Seife. Gut, und hier ausladen. Passt. Was ist hier? Was haben wir für... Gut, ja, da müssen die sich jetzt hier ordentlich anstrengen. Dass das funktioniert. Und wir müssen... mit Holz weiter ausbauen. Was brauchen wir denn jetzt noch? Also auf jeden Fall, das hatte ich ja, und die Seifenfabriken brauchen wir jetzt auch auf jeden Fall dann noch mehrere. Ja, baue ich auch hier 4 hin. Ist das auch 1:1? Nee. Die brauchen eine Minute und dann die 30 Sekunden. Gut, okay.
Ja, die sind 1 zu 1 und dann die Seifenfabrik. Okay, gut. So. Dann das Ganze hier einmal eingekesselt. Dann darauf warten, dass hier Stahlträger ankommen. Wobei, wie sieht es eigentlich hier aus? Ja, fehlende Arbeiter. Toll. Und was fehlt noch? Kohle fehlt. Ah, okay. Also wird das gar nicht angenommen als Kohle, sondern tatsächlich nur die. Diese Kohle. So. Hier einmal Kohle. Ja, hier auch. Dann passt das hier auch. So. Gut. Ja, dann müsste das ja auch den Betrieb beginnen, ja. Das war das Problem, weshalb hier nichts entstanden ist. Jetzt müsste aber gleich die Kohle dann geliefert werden, wenn ausreichend Arbeitsplätze geschaffen sind. Ja. Wunderbar, ja, dann kann ich ja hier erstmal die. Ach, das sind die Eisenminen. Ja. Gut, das sind die Eisenminen und wo ist Kohle? Ah, keine Warenhäuser, daran liegt's. Das ist natürlich jetzt blöd gelaufen. Daran habe ich nicht gedacht. Auch wenn es ja eigentlich Standard ist. So, du kriegst ja auch eins hin. Und dann funktioniert das auch. Da ist auch kein Warenhaus. Komm, dann reiße ich das jetzt einfach einmal ab. Ach, hier ist die ganze Zeit keine Wegverbindung. Ja, das ist irgendwie logisch, dass es nicht funktioniert. Okay, gut, dann kommt das daher. So. Jetzt funktioniert das Ganze auch mal hier. Mann, Mann, Mann. Okay, gut, jetzt müsste, genau, jetzt läuft auch hier die Produktion der Eisenbarren. Und die Produktion. Wunderbar. Okay, gut. So, wie sieht es mit Upgrades aus? Die können hier gebaut werden. Okay, es fehlt hier. Working Conditions. Okay. Game save. Können wir jetzt gerade nichts machen. Aber hier erstmal. Ja, wir müssen noch weiter an weitere Stahlträger kommen, weil hier werden ja auch keine mehr produziert. Wie sieht's sonst hier aus? Hier kann man eigentlich. Oh. Wegen einer dichten Bevölkerung. Und ja, die Feuerwehr ist weit entfernt. Toll. Nee, dann baue ich doch mal gleich wieder auch eine Feuerwache. Ja, passt das denn eigentlich von der Größe her? Ich vergesse es jedes Mal wieder, wie das passt. Nee, es passt nicht ganz so schön. Mann, warum muss das Spiel so unsymmetrisch sein? Ja. So, passt. Ja, jetzt brennt hier erstmal so ein halber Häuserkomplex nieder. Und warum lassen sie sich nicht Insufficient Population Happiness? Ja, das ist blöd. So, wie sieht es denn aus mit der Kleidung? Ja, Schaffarm baue ich mal hier oben Investors hin. crushing youth in the jaws of their machines, trading on us like goods, makes my bloody blood boil. Ja, da kommt die Problematik mit den Arbeitsbedingungen. Aber an denen kann ich jetzt gerade ja so nichts ändern.
und sehe auch nicht so ganz einen akuten Grund dazu, das zu tun. So, jetzt bauen wir erstmal hier die Produktion von Wolle oder von Garn aus. Was produziert ihr hier eigentlich? Ja, Wolle. Um hier Kleidung herstellen zu können. Wie sieht das aus? Ist das 1 zu 1? Ja, ist 1 zu 1. Gut, dann können wir jetzt mit den vier Farmen, können wir jetzt vier Kleidungsschneidereien, keine Ahnung, wie die heißen, ja doch, es müssen ja eigentlich irgendwie Framework-Knitters, naja, habe ich keine Ahnung, wie das übersetzt wird, aber eigentlich müssen es halt Webereien oder ähnliches sein. So, oh, bedrohliche Musik. Brennt wieder irgendwo was? Nee. So, jetzt brennt nichts mehr. Oh, Feuerwahrscheinlichkeit hoch. Das ist natürlich ungünstig. Aber dann stelle ich hier hinten auch mal eine Feuerwache hin. Nicht, dass uns hier irgendwann mal was abfackelt. So, und dann brauchen wir jetzt ja wieder weitere Häuser für die Farmer. Weil da sind wir jetzt ja auch im Minus bei den Farmern. Bei der Anzahl der Farmer. Gut, so. Ja, es passt doch perfekt. Ja, das ist blöd, den muss ich sonst wieder... Obwohl, ne, den muss ich gar nicht behandeln. Einzeln. Gut, so, Straßenverbindung. Die sind unglücklich, okay. Wegen der fehlenden Straßenverbindung, oder? Ah, aber bevor die hinterher einen Aufstand machen, habe ich jetzt eine Polizeiwache eigentlich? Ah ja, da. Ja, dann stelle ich mal hier noch eine weitere dazu. Ja, das mache ich. Für den Fall der Fälle, dass denn da nichts passiert. So, jetzt ist auch die erste Seifenfabrik offen. Viel zu wenig Arbeiter. So, wie sieht das denn eigentlich aus mit der Handelsroute? Kleidung wird gar nicht gehandelt, okay. Gut zu wissen. Dann ist die Produktion hier jetzt erstmal soweit recht stark vorhanden, dass sich das dann gleich auch wieder hier positiv auf die Freude der Bewohner auswirken müsste. So, jetzt sind auch wieder Arbeitsplätze verfügbar. Beziehungsweise nicht Arbeitsplätze, sondern Arbeiter verfügbar. Da haben wir ein kleines Plus. Und hier, die Häuser können gebaut werden. Gut. So, wie sieht es hier hinten aus? Hier fehlen auch immer noch dann Arbeiter. Ja, das sieht man ja ganz deutlich daran. Ja, müssen wir jetzt erstmal warten. Ach, hier sind auch... Ich hätte das hier gar nicht unbedingt bauen müssen, aber egal, passt jetzt schon. Ja, und sonst Schweinehöfe haben wir nur die 4. Da überlege ich, ob ich das noch ausbauen soll. Wäre vielleicht nicht so blöd, aber ich warte jetzt erstmal noch. Gut. So, die beiden kann ich jetzt auch bauen. Dann gucke ich mal hier wieder auf unsere Hauptinsel, wie es da aussieht. Kann ich hier irgendwas upgraden? Nein. Okay. Gut, ah, kein Warenhaus in Reichweite. So. Dann... Ja, baue ich das mal hier hin.
Dann passt das auch wieder. Und was ist hier? Missing goods. Ja, Holz fehlt. Im Prinzip kann man jetzt hier alles voll klatschen mit den Holzfällern. Ich meine, warum auch nicht? So. Die jetzt noch verbinden untereinander. So, hiermit verbinden, dann hier so verbinden und so. Gut, sollte auch wieder Holz, genügend Holz zusammenkommen. Das ist hier immer noch zu wenig Seife. Ja, wie viel Seife ist denn eigentlich so da? Gar nichts. Okay, ja, super. Okay. I cannot thank you enough for saving our publishing house. Quite the windfall after being cut loose from our angered, I mean elderly stakeholders. Okay. It's important. Gut, passt schon. To be true to oneself. So. Und dann a strange display. Das passt ja schon. But a noble one. Okay. We have the devil to pay. So, dann die Nähmaschinenproduktion. Ja. Die stelle ich mal hier auf. Haben wir noch ein größeres Minus. Wird nicht besser. Ja, fehlende Arbeitskräfte überall. Denn im Prinzip. Ja, obwohl, wie sieht's hiermit aus? Wieder Dosenfutter. Ne, machen auch wieder nur die. Ja, aber das Interessante ist ja, dass die Rinderfarmen irgendwie keine negativen Einflüsse haben, aber die Schweinefarmen ziemlich negative Einflüsse. Das ist auch irgendwie noch so ein kleiner Logikfehler in dem Spielprinzip, aber nun gut. Jetzt nichts, was das Spiel kaputt machen würde. Meiner Meinung nach zumindest. Oh, neue Besucher. Beziehungsweise die ersten Besucher überhaupt. Das ist mir doch ein Screenshot wert. Screenshot taken. Das sieht schon nach einer ganzen Menge an Personen aus, die da kommen. Game save. Aber hallo. Das ist nicht wenig. Wie haben die alle auf dieses Schiff gepasst? Gut, so. Ja, also Geld kriegen wir jetzt auch ordentlich rein. Das ist ja schon mal was. Und vielleicht können wir jetzt ja mal eine kleine feine Parkanlage machen. Hier im vorderen Bereich. Das soll wohl immer gut ankommen. so ein Park. Bänke. Und hier so Eckstücke. The vessel shall be subject to an inspection. So. Und so. Jetzt verbinden wir die hier. Oh, was fehlt? Ah, Stein. Okay, interessant. Brennt es wieder irgendwo oder warum läuten die Glocken? So. Mit Upgrades sieht es immer noch schlecht aus. Was brauchen denn die hier unten eigentlich? Bad News, okay. We're in the presence of a virtuoso. A special visitor waits to have a wants to okay. Ja, warum nicht?
Ja. Wer ist denn dieser spezielle Besucher? Naja, egal. Same old holiday gang as last time. Gut, ja. Was haben wir jetzt? Also, der Überschuss hier geht zurück. Das ist schon mal ganz gut. Aber es sind immer noch zu viele unbeschäftigte Arbeiter. Irgendwie, die wollen auch nicht aufsteigen, weil einmal Newspaper-Berichte, Schnaps und Bier sind zu wenig und Seife. Gut. Schnaps lässt sich ja im Zweifelsfall was machen. Mal wieder. Irgendwie verbrauchen die ziemlich viel Schnaps. Weiß auch nicht, woher das kommt. Naja, aber ich baue einfach mal vorsorglich hier so einen kleinen Bereich. Ja. So. Hier, das kann ich auch mal verbinden. Gut, wunderbar. Schnapsdestillerien sind ja jetzt erstmal genug. Ah, fehlen aber Kartoffeln. Gut. Dafür haben wir Farmer. Für ausreichend Kartoffeln. So. Wieder 72 Felder füllen. Gut. So. Und noch ein Kartoffelfeld. So. Und jetzt hier den Rest auffüllen. Und dann mache ich einfach nochmal zur Sicherheit noch eins. Überschuss ist ja nicht so problematisch. Aber zu wenig wäre durchaus blöd. So. Hier den Rest auch vollbauen. Something for all seasons. So. Und das passt jetzt erstmal. Game safe. Okay. Gut, ja, Kohlemine kann man ja trotzdem auch mal hier hinzufügen. Da kriegen wir dann Arbeiter los, auf jeden Fall schon mal. Ist das auch Kohle? Nee, das ist Limestone. Okay, das kommt eh noch nicht. Full Output Storage. So, jetzt wird's aber abgeholt. Wo haben wir denn das Warenhaus? Hier. Ja, sieht aber ganz gut aus von der Auslastung her. Das scheint da noch kein so großes Problem zu sein. Hier sieht es aber nicht ganz so gut aus. Das könnte ich mal upgraden in nächster Zeit. Und wieder neue Wohnungen bauen für die Farmer. Weil hier ist jetzt wieder ein kleines Problem mit zu wenigen. Naja, einfach mal hier so. Boah. Was ist das denn? Ach so, immer noch der Festzug. Gut, So, kann ich das hier noch trotzdem ein bisschen ausbauen? Ja, ich weiß nicht, lohnt sich das? Naja, gucken wir erstmal wieder auf die andere Insel. Beziehungsweise, nein, anders. Wir gucken in der nächsten Folge wieder auf die andere Insel, weil jetzt ist auch schon wieder unsere Zeit um. Und ja, wie immer bedanke ich mich recht herzlich fürs... Okay.
bedanke ich mich wie immer recht herzlich fürs Zusehen. Lasst wie immer gerne Feedback da. Und falls euch das Video gefallen hat, natürlich auch gerne ein Like oder ein Abo. Ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und dann tschüss, bis zum nächsten Mal.